Rund 300 Landwirte waren am 2. März zum 14. VR-Landwirtschaftstag in das Van der Valk-Resort in Linstow gekommen. Hier diskutierten Experten, wie sie mit den aktuellen Herausforderungen umgehen sollten. Wir haben riesige Herausforderungen durch die aktuelle politische Landschaft. Die Anforderungen, die die Gesellschaft an uns stellt hinsichtlich Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Gewässerschutz, sind gewaltig. Wir glauben als Landwirtschaft, Antworten dafür zu haben. Und wir wollen darüber in Diskussionen gehen und wir wollen uns präsentieren als diejenigen, die im ländlichen Raum die Zukunft mitgestalten werden. Die deutsche Agrarchemiebranche fordert von der Politik mehr Offenheit gegenüber neuen Technologien und verlässliche Rahmenbedingungen für die landwirtschaftliche Produktion. Und die sind im Moment nicht ganz einfach. Ob es um die Vorgaben aus Brüssel, aus Berlin oder aus Schwerin geht. Wichtig ist, dass die Landwirte einen Rahmen finden, in dem sie verlässlich agieren können und in dem sie planbar ihre Zukunft gestalten können. Und da wollen wir heute zu aufrufen, dass wir die Politik auffordern, bitte schafft einen Rahmen, der für die Landwirte eine gute Voraussetzung bietet, weiter verlässlich agieren zu können. Es sollen weiterhin die ländlichen Räume gefördert und entwickelt werden. Dafür benötigt es eine gut strukturierte, innovative Landwirtschaft. Ja, die Möglichkeit ist vor allem, die vorhandenen Strukturen zu erhalten, die Produktivität der Landwirtschaft zu erhalten und damit vor allen Dingen auch die Wirtschaftskraft des ländlichen Raumes zu stärken, weil ansonsten weiter Abwanderung aus den ländlichen Räumen passieren kann. Die Herausforderungen sind vielfältig. Sie kommen hauptsächlich vom gesellschaftlichen Wandel. Themen sind der Klimawandel, Artenschutz, aber auch eine resiliente Landwirtschaft. Dafür sollten auf dem VR-Landwirtschaftstag Maßnahmen entwickelt werden. Wir haben viele Ideen. Wir sind ja die Förderbank für die Agrarwirtschaft und den ländlichen Raum des Bundes. Wir haben ja schon ein sehr umfassendes und vielfältiges Förderprogrammsystem. Wir haben die Zukunftsfelder im Fokus, die sich mit wichtigen Themen der Zukunft beschäftigen, unter anderem Agrivoltaik, auch die Umstellung auf Bio, aber auch die klimaschonende Bodenbearbeitung. Also wir haben da zahlreiche Ideen und darüber kann man mit uns immer sprechen und sich auch bei uns beraten lassen. Probleme in der Landwirtschaft sind die Schweinehaltung, die Abwanderung der Genforschung aus Europa und die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise. Agrarminister Dr. Till Backhaus wies auf dem VR-Landwirtschaftstag in Linstow darauf hin, dass unser Land 60% der Tierbestände seit der Wende verloren hat. Aber von den Umweltbedingungen her habe Mecklenburg-Vorpommern beste Voraussetzungen für die Landwirtschaft. So könne im Nordosten alles produziert werden, was für die Ernährung benötigt werde. Ungeachtet aller Probleme nehmen Geflügel- und Milchproduktion im Nordosten zu. Scharf kritisierte Dr. Till Backhaus den Entwurf eines Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes von Bundesminister Cem Özdemir. Dieser enthalte grundlegende Fehler. Das ist nicht das, was wir uns gewünscht haben. Wir wollen mehr Tierwohl. Wir wollen dann aber auch, dass das finanziert wird, dass die Landwirte Anreize bekommen, die Tierställe umzubauen und gleichzeitig aber zusätzlich auch die Mehrkosten, die bei der Produktion entstehen, dass die dann auch vergütet werden. Da zerrieren wir jetzt 1,5 Jahre rum. Es gibt kein Ergebnis und ich hoffe, dass wir auch in der Zusammenarbeit mit den Ländern endlich weiterkommen. In der Land- und Ernährungswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern sind laut Ministerium 50.000 Menschen tätig. Die Volks- und Raiffeisenbanken werden zu den größten Kreditgebern der Branche gezählt. Das Agrarkreditvolumen betrug 2022 rund 620 Millionen Euro und war damit ähnlich hoch wie in den Vorjahren.